Information Security and Risk Management. Zwei Themen, die sehr, sehr eng verzahnt sind und die wir im Rahmen eines Zertifikatslehrgangs über 15 Tage ganz intensiv angehen. Und dabei sind eigentlich so drei Themen im Fokus. A, der technische Bereich natürlich, die Frage, was muss heute ein Security-Verantwortlicher wissen? Und in dem Bereich bereiten wir auch vor auf die Prüfung zum CISSP, also eine ganz, ganz wichtige und hoch anerkannte, international anerkannte Ausbildung. Und auf der anderen Seite schauen wir, was ist im Management von Security wichtig. Hier beziehen wir uns vor allen Dingen auf das BSI, das Bundesgrundschutzhandbuch, und bieten auch im Rahmen dieses Zertifikatslehrgangs die Prüfung zum BSI Sicherheitsverantwortlichen an und dies auch im Moment noch exklusiv für die Schweiz, also wirklich eine tolle Geschichte. Und der dritte Schwerpunkt ist natürlich die Praxis. Das heißt, Sie setzen direkt um, was Sie von den Fachdozenten, Experten aus der Praxis gelernt haben. So haben wir für Sie ein wirklich rundum interessantes Paket in Sachen Information Security and Risk Management zusammengestellt. Und für den Fall, dass das für Sie von Interesse ist, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf mich zukommen und ich Sie in dem Bereich weiter beraten dürfte.